Heute erkläre ich euch, was ein Keyword-Fokus ist und wie ihr ihn für eure Website ja sozusagen ermittelt. So Freunde, die 195. Folge von SEO Driven ist das. Das heißt, der Countdown zählt jetzt runter. Wir haben nur noch 5 Folgen bis zur 200. Folge. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und dieses Jahr ist es mein Ziel, 1000 Websites zu checken und den Unternehmen, denen diese Websites gehören, gratis SEO-Tipps zu geben. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann geht auf digitaleffects.de/SEO-Check, reicht eure Website ein und vielleicht seid ihr dann schon nächste Woche hier in einem der Videos mit am Start. Ich habe mir auch für heute wieder 4 Beispiele rausgesucht von Websites, anhand denen ich euch mal zeigen will, wie das mit diesem Keyword-Fokus funktioniert. Grundsätzlich zum Verständnis geht es darum, was ich ja immer wieder sage, man sollte sich bei jeder Seite überlegen, wozu soll die denn eigentlich in Google erscheinen? Und das ist die Grundlage oder die grundlegende Herangehensweise, wie man auch zu so einem Keyword-Fokus kommt. Also zu unserem Beispiel, wir sind eine SEO-Agentur aus Berlin. Das heißt, wir wollen mit unserer Hauptseite erstmal zu SEO-Agentur Berlin erscheinen. Und das ist für uns das wichtigste Keyword. Also ist unsere Startseite darauf entsprechend optimiert. Das kommt im Titel vor, das kommt im Text vor, das kommt in verschiedenen anderen HTML-Dokumenten, HTML-Elementen, wollte ich sagen, vor. Und wenn man sich dem bewusst ist, dann geht man ganz anders an so eine Website heran. So, und das erste Beispiel hier ist Neles Innenausbau GmbH. Und die Kollegen bieten hier die Neugestaltung, Umbau und Renovierung von Immobilien in Erkelenz an. So, grundsätzlich ist das schon mal ganz gut. Wir haben jetzt schon mal das Keyword Innenausbau, wir haben das Keyword Renovierung. Neugestaltung und Umbau ist zu allgemein, glaube ich, aber Renovierung und Innenausbau Erkelenz oder in Erkelenz als lokaler Bezug macht da auf jeden Fall Sinn. Das heißt, das sollte im Titel vorkommen, das sollte im Text vorkommen, das sollte hier optimalerweise auch noch eine Überschrift sein. So, ist es das? Ja, eine H2. Und wichtig ist eben, dass es dann auch im Titel etc. pp. Vorkommt. Und im Moment kommt eben im Titel erstmal nur Innenausbau vor. Der Titel ist nämlich Neles Innenausbau Interieurarbeiten in Erkelenz. Ich habe jetzt nochmal geguckt, hier in einem meiner Lieblingstools, SEMrush, das Keyword Difficulty Tool. Was wird eigentlich wie häufig gesucht allgemein und wie ist da so der Schwierigkeitsgrad? Jetzt kennt das Tool leider den Ort Erkelenz nicht oder diese den Ort alleine vielleicht schon als Keyword, aber die Kombinationen sind dann zu klein oder kennt das Tool nicht. Dementsprechend habe ich jetzt hier die allgemeinen Begriffe herangezogen, um mal so eine grundsätzliche Entscheidung treffen zu können. Wir sehen jetzt hier schon, Innenausbau als Keyword wird nur 3600 Mal im Monat durchschnittlich gesucht, im Vergleich zur Renovierung mit 9900. Der Schwierigkeitsgrad bei Renovierung ist aber deutlich höher, 68, fast 69%, im Gegensatz zu 23%. Das rührt auch daher, dass es hier einfach viel mehr Ergebnisse gibt, also viel mehr Seiten, über 12 Millionen, fast 13 Millionen Seiten gegenüber 9 Millionen Seiten. Wir sehen dann hier auch, das ist ein lokales Thema beides, Renovierung wird auch nochmal irgendwie erklärt. Es gibt so eine Sofortantwort, Schlagzeilen und so weiter. Also alles in allem finde ich, dass auch wenn es häufiger gesucht würde, Renovierung, finde ich Innenausbau deutlich besser, denn wir haben hier einen deutlich geringeren Schwierigkeitsgrad. Es ist zwar auch weniger Suchvolumen, aber ich glaube, die Suchenden sind sehr viel relevanter für euch. Und Renovierung, das ist ja auch ein allgemeines Thema, zu dem man sich auch nochmal informieren könnte oder ähnliches. Also insofern setzt ihr da
schon aufs richtige Pferd und ihr solltet jetzt halt schauen, wie ihr das weiter optimieren könnt, sodass es eben im Titel, Description, H1 und im Text entsprechend gut vertreten ist, sodass dann dieser Keyword-Fokus optimal umgesetzt ist. So, das war schon mal ein ganz gutes Beispiel, so als erstes Beispiel zur Orientierung. Wie gesagt, einige Dinge sind da ja schon richtig gemacht worden. Das zweite Beispiel ist der Michael Serve, ein Vermögensberater. Und hier habe ich mich ein bisschen schwerer getan, beziehungsweise hier ist eigentlich klar, zumindest so wie er sich beschreibt, als Vermögensberater, als Vermögensberatung. Der sitzt in Bayern, soweit ich das gesehen habe. Ist jetzt hier aber mehr so eine Art Coach, der über YouTube-Videos und ja wahrscheinlich Informationsprodukte sein Geld verdient. So schaut es mir jetzt erstmal aus und ist jetzt erstmal hier so eine Art Landingpage, die wahrscheinlich in den YouTube-Videos verlinkt ist. Was dann für diesen Zweck auch ziemlich üblich so ist. Die sehen meistens so aus, aber jetzt für die Suchmaschinenoptimierung haben wir hier halt so ein bisschen Probleme. Ich habe mir hier mal angeguckt, was so die Vermögensberatung, Vermögensberater, was da so die üblichen Begriffe sind. Und da gibt es eben einige große Gesellschaften wie die Deutsche Vermögensberatung oder OVB Vermögensberatung. Dann gibt es natürlich den lokalen Bezug. Hier kann man sich nochmal die Gruppen angucken. Ja, Ausbildungsthemen, Erfahrungen, Kritik, lokaler Bezug, Frankfurt, Marburg, Stiftung Warentest. Also man merkt schon, es ist ein Thema, was sehr ja, so ein bisschen schwierig ist, weil es gibt sehr große Firmen, die da draufsetzen. Es gibt offensichtlich Kritik, die Leute suchen nach Erfahrungen. Hier kommt schon sowas wie geprellt vor. Also es ist auf jeden Fall hier Abzocke sogar so ein Bereich, der so ein bisschen ja, so einen unseriösen Touch hat. Und hier der Michael, der bietet ja jetzt hier auch nicht die direkte Vermögensberatung wahrscheinlich an, spielt aber natürlich sehr stark damit, dass er Vermögensberater ist. Also da ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, wonach sollen die Leute gesucht haben. Hier geht es natürlich um so Themen wie, habe ich mehr Geld sozusagen aus meinem oder wie kann ich mehr aus meinem Geld machen, um es mal so kurz zu sagen. Also hier ist der Keyword-Fokus für mich noch ein bisschen unklar. Geht es jetzt hier um Geld sparen? Geht es um Geld anlegen? Geht es um den Michael als Vermögensberater? Das ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema. Aber wenn, dann müssten solche Dinge natürlich auch im Titel vorkommen. Und der Titel in diesem Fall heißt jetzt hier Genuss und Wohlstand. Und das ist natürlich jetzt nicht passend. Also da würde ich jetzt mindestens eben hier Michael Serve, Zentrum für Vermögensberatung oder Zentrum für Vermögensberatung Michael Serve oder Vermögensberater Michael Serve, Serve oder sowas. Ja, wäre jetzt so mein erster Einfall. Aber letzten Endes muss man halt gucken, was suchen eigentlich die Leute. Jetzt hier auf der Seite finde ich jetzt noch nicht so die Themen, die für mich jetzt so Keyword affin sind. Ja, wie gesagt, die Vermögensberatung, schwieriges Thema. Auch für die Suchmaschinenoptimierung würde ich denken, weil da ein großer Wettbewerb besteht und da solltest du eben auch nochmal eine Keyword-Recherche machen, Michael, gucken, wo können da deine Nischen sein. Vielleicht betreibst du ja auch schon YouTube-SEO und weißt schon, wie deine Videos gesucht werden. Da kannst du ja auch diesen Suchbericht anzeigen lassen. Also wo kommen die Leute her? Was haben die Leute auf YouTube vielleicht gesucht? Das kann ein sehr guter Anhaltspunkt sein, auch für deine Website. Und da musst du einfach mal gucken, was könnte da für jetzt diese Landingpage der richtige Keyword-Fokus sein, wenn es nicht die Vermögensberatung selbst ist. So, das dritte Beispiel ist dann das Zentrum Mensch. Dennis Demirovski, Physiotherapie, also eine Physiotherapiepraxis oder ein Physiotherapeut, der jetzt hier in Dornstetten, genau in Dornstetten sitzt. Und hier habe ich mal geguckt, bei Physiotherapie ist ja ganz klar, hier würde ich jetzt eben Physiotherapie Dornstetten oder ähnliches, ne? Also da, wo der jetzt sitzt, letzten Endes als Keyword-Fokus festlegen.
Wenn man sich jetzt hier mal mit diesem SERP-Snippet-Generator von Sistrix den Titel und die Meta-Description zieht, dann sieht man schon, dass der Titel sehr viel zu lang ist und dass die Meta-Description sehr viel zu kurz ist. Und dass in beidem jetzt nicht so richtig das Keyword vorkommt oder gesetzt ist. Ja, also auf jeden Fall im Titel würde ich jetzt hier sowas wie herzlich willkommen und so gehört da einfach nicht rein. Das sucht keiner, das brauche ich nicht, das ist auch einfach, wird gerne so gemacht, aber ist eigentlich Quatsch. Also wenn, dann würde ich eben sagen, Zentrum Mensch ist jetzt vielleicht der Name, das spielt jetzt gar nicht so eine Rolle, aber hier geht es jetzt um Physiotherapie Dornstetten und der Name ist dann jetzt hier vielleicht Zentrum Mensch und man könnte dann hier eventuell sogar auch nochmal den Namen von dem Kollegen hier aufnehmen. Muss ich gerade nochmal gucken, wie hieß er jetzt gleich? Dennis mit einem N und dann Demirovski mit V. So, Dennis Demirovski, ich habe es hoffentlich jetzt richtig geschrieben. So haben wir jetzt hier das Hauptkeyword schon mal drin. Zentrum Mensch ist vielleicht schon bekannt dem einen oder anderen in Dornstetten und Dennis Demirovski vielleicht auch. So, das sind dann die wichtigsten eigentlich Keywords, zu denen ich erscheinen will. Und dann würde ich das Ganze hier natürlich auch nochmal in der Meta-Description deutlich ausführlicher beschreiben. Also Ihr Zentrum für Physiotherapie, da sind jetzt hier viele Sachen aufgezählt. Da kann man immer ganz schön mit Sonderzeichen arbeiten. Hier diesen Checkmarks, das heißt, man kann das hier so ein bisschen abhaken. Wir bieten hier die Physiotherapie an, wir bieten den Gesundheitssport an, die Schmerztherapie und das Fitnesstraining. Abnehmen und Kurse haben wir auch noch, das Ganze in Dornstetten. Und jetzt solltest du dir halt einfach noch mal ein bisschen mehr Text überlegen, wie du dich hier positionieren kannst. Auf der Startseite ist auch sehr wenig Text. Das wird auch für dich ein Problem sein mit deinem Keyword-Fokus. Physiotherapie Dornstetten, das würde ich hier als H1 wahrscheinlich verwenden. Genau, H1, Bewegung ist Leben, ist zwar ein netter Spruch, aber für die Suchmaschinenoptimierung und auch für die Leute, die dann auf die Seite kommen, denen muss ganz klar sein, was du hier anbietest und das, man sieht es schon so ein bisschen an den Bildern und so weiter, aber das hier würde ich einfach tauschen und da Physiotherapie Dornstetten hin tun, dann hast du schon mal einen Aspekt, um deinen Keyword-Fokus zu stärken, entsprechend untergebracht, dann brauchst du dazu noch einen längeren Text, also hier diese Dinge sind natürlich schön, welchen Wunsch haben sie, ich würde dann aber hier drunter eben auch noch mal mehr zu deiner Praxis, zu deinen Therapieformen und so weiter einfach mal beschreiben und dabei eben auch darauf achten, was wollen die Leute denn da lesen, was wird vielleicht über was wird geschrieben auf anderen Physiotherapie-Praxisseiten, um dann einfach da auch die richtige Semantik für Google zu haben. Dann kannst du einfach mal Physiotherapie Dornstetten bei Google eingeben, gucken, was kommen da für andere Seiten, was schreiben die so und dich daran orientieren. Gut, das nächste Beispiel ist dann hier DJ-Oase. Ja, ich muss hier natürlich bei DJ immer an DJ denken, also Disc Jockey. Darum geht es jetzt nicht, sondern das ist das Massagestudio von Diana Jopprich, also im Prinzip die Initialien DJ. Und hier ist schon mal ein bisschen mehr Text drauf, auch das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen wenig, aber auf jeden Fall mehr als eben beim Physiotherapeuten. So das mit der Oase ist ganz nett. Aber auch hier haben wir eben das Problem, es geht ja jetzt hier nicht um Oase und Wüste und so weiter, dein Wortspiel, sondern es geht ja mehr darum, dass du jetzt im Prinzip Massage anbietest in Niederwern. Ja, oder mal gucken hier, ich glaube, es gab hier, genau, in Schweinfurt ist das irgendwie oder nahe Schweinfurt. Also im Prinzip ist dein Keyword, womit du ranken willst, habe ich mir hier nochmal angeguckt in der Write Einzelseitenanalyse, was jetzt hier dein Title, deine Description ist, da fällt schon mal auf, die Title ist viel zu lang, Description auch und wie gesagt, dein Keyword hier ist jetzt eben ganz wichtig, Massage Schweinfurt. Da willst du bei Google erscheinen. Das ist dein Fokus-Keyword und danach solltest du eben auch deine Website ausrichten.
dann sollte hier also als allererstes stehen Massage Schweinfurt. Und dann kannst du natürlich sagen, in einem kürzeren Text irgendwie DJ-Oase hinein in die Entspannung oder so. Ja? Also du musst es halt wirklich kürzer fassen. Auch hier die Beschreibung musst du deutlich kürzer machen. Da nicht einfach den Text übernehmen von der Website, sondern hier ähnlich, wie ich es eben bei dem Physiotherapeuten gezeigt habe, mit einem Text erarbeiten, der eben so um die 300 Wörter hat. Sorry, 300 Zeichen dürfen es natürlich nur sein. Aber eben auch nicht länger, tendenziell eher ein bisschen kürzer, damit es auf allen Geräten gut dargestellt wird. Das Wichtigste nach vorne stellen und dann dieses Keyword eben auch nochmal aufgreifen. Vielleicht noch andere Dinge herum von den Therapieformen, die du da anbietest oder von den Anwendungen, die du anbietest in deinem Fall. Und dann hast du hier sozusagen deinen Keyword-Fokus deutlich besser erfüllt und erfasst. Im Moment glaube ich, dass du da eben zu Massage Schweinfurt in Google keine großen Chancen hast, weil du es eben nicht mal in deinem Seitentitel drin hast. Gut, soweit zu diesen vier Beispielen. Wenn du auch mal bei einem SEO-Check dabei sein willst, geh auf digitaleffects.de/SEO-Check. Wie gesagt, beim Keyword-Fokus ist ganz wichtig, das greift verschiedene Dinge auf, die ich auch schon in der Vergangenheit gezeigt habe. Keyword-Recherche auf der einen Seite, um zu verstehen, was sind die Begriffe, die gesucht werden, zu denen ich dann in der Suchmaschine erscheinen will. Dann muss ich mir auch überlegen, welche meiner Seiten, oft haben die Websites ja verschiedene Unterseiten, soll denn dann zu welchem Keyword erscheinen. Und dann muss ich natürlich die typischen Aspekte, also Titel, Meta-Description, Überschriften, Text, all das muss ich dann eben entsprechend danach auch ausrichten und optimieren und die besten Informationen dazu in meinem vielleicht lokalen Umfeld anbieten. Dann hast du schon deutlich mehr richtig gemacht und wirst mit Sicherheit da auch in den Suchergebnissen weiter nach oben rutschen. Wenn ihr Fragen zum Thema Keyword-Fokus habt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare bei YouTube oder Facebook. Wenn ihr dann den Podcast gerade hört, könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schreiben oder auf Facebook eine Facebook-Nachricht unter facebook.com/cbschmidt.de. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn ihr meine Channels abonniert. Genau, und gar nicht morgen, sondern morgen geht das Wochenende los, also dann in der nächsten Woche. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.